Leute, herzlich willkommen live bei eurem Boxbreak-Channel auf Twitch. Top Trading Cards ist am Start. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Wie geht's euch? Ich wollte heute mal ohne Stream-Ankündigung ganz entspannt online kommen. Und nach einem schönen Tag mit meiner Tochter, die geht jetzt mittlerweile in die 6. Klasse, zweite Schultag. Ich habe sie heute abgeholt, eben nach Hause gebracht, einfach einen ruhigen Chill-Abend, einen ruhigen Chill-Stream machen und hab mir gedacht, so eben Donnerstag ist ein guter Tag für einen Break, für einen Box-Break. So habe ich den Stream dann auch genannt. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ich grüße erstmal alle, die da sind. Ohne jede Stream-Ankündigung, nicht bei Instagram, nicht bei Twitch vorher, nicht in der Facebook-Gruppe, nicht bei Social, dies, Twitter, das, einfach online gegangen und gib ihm. Ich hatte Bock und ich hoffe, ihr seid am Start. Ich begrüße SGE-Fan, ich begrüße Pierre, schönen guten Abend, hi Lorenzo, hi Marina, moinsen, hi Il New Care, Chris. Weiß einer von euch, was kommt? Mysterium, René on Fire, VfL, Messi, Mert, Ronny, Dennis, Chris Cross, Tremonia, The Real Simi, Mitch, Bruce Wayne, viel Erfolg und viel Spaß, vielen Dank. Ich will einfach ganz entspannt, ich weiß selber, ich habe mir nichts überlegt. Ich bin einfach online gegangen. Was soll man machen? Was ich sagen kann, für alle Freunde, wir sind alle Freunde der echten Karten in der Hand, ich auch, werde ich immer sein. Dennoch will ich unbedingt das Tops NFT-Ding, habe ich ja gesagt. Ich befürchte, Tops wird mir da keine Packs zuschicken. Ich habe nochmal mit denen geschrieben, keine Antwort bekommen. Ist mir dann auch zu blöd. Ich habe aber auch gelesen, es funktioniert hin und wieder noch nicht so gut. Deswegen, ich will da auch nicht irgendwie Geld in den Sand setzen. Was ich unbedingt testen möchte, weil ich denke, das ist echt Future. Das hat Potenzial, das ist jetzt schon riesig. So Rare. Damit werde ich die Tage starten, sage ich nur jetzt schon mal, es wird einen ersten Stream geben, wo ich mit euch gucken will, mein erstes Team, was kann man machen zu Beginn, was muss man machen zu Beginn, die ersten Aufgaben erfüllen. Ich habe auch ein bisschen Geld reingepulvert, um ein Team aufzubauen, um die Teams spielen zu lassen und dann werden wir uns die Entwicklung bei So Rare von Top Trading Cards FC, so heißt mein Verein, ansehen. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Muss ich meine Kreditkarte holen? Ja, ganz entspannt. Also, ihr könnt gerne weiter zusehen. Auf jeden Fall So Rare. Es wird bei So Rare einen Startcode geben. Für alle, die noch nicht bei So Rare sind, empfehle ich euch eins. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, auf diesen Manager auf So Rare, ohne dass ihr da, was weiß ich, wie viel Geld reinballern müsst, über den Link, den ich dann poste an. Baut euer Team auf, ihr bekommt die ersten 10 Karten, wenn ihr euch über den Link anmeldet im Verlaufe der So Rare Anmeldung und ich mache noch ein Giveaway, wo ihr eine von 3 Limited Karten dann gewinnen könnt, die ich euch am Ende einfach schenke und in euren Account knalle nach ein paar Wochen des Links und wenn sich genügend Leute über den Link angemeldet haben. Das wollte ich nur mal gleich schon mal sagen. Wer ist denn noch da? Pile E2008? Ich wollte einfach mal starten und was öffnen. Und wisst ihr, was ich öffne? Ich darf es nicht sagen, es wäre Markenkennung. Ich zeige es einfach. Danach werden die Hände sauber gemacht. Instagram. So, danke. Ich kann auch mal entspannt streamen. Einfach online gehen, einfach was Leckeres essen. So, womit sollen wir anfangen? Womit sollen wir anfangen? Was haltet ihr von, also Stadium Club Chrome will ich mir auch selber öffnen, das wird heute definitiv passieren. Wir könnten aber hiermit anfangen.
Warum ich den rausgelegt habe, weil die Sau leicht das Ceiling offen hat. Das geht mir richtig. Ist mir eben aufgefallen. Und wenn so ein Ding nicht mehr sealed ist, kann ich es halt auch nicht als Sealed Blaster verkaufen und hat dann in dem Moment den Sealed-Wert verloren. Ging mir eben richtig auf die Eier. Aber was will man da machen? Das ist ein Donruss 2018-19 Soccer Blaster. Vielleicht 2-3 Packs schon mal hier raus. Das wäre doch was. Übrigens, morgen kommt Pick Your Team ein oder also 3 Box Pick Your Team Stadium Club Chrome in der Facebook-Gruppe. Und das werde ich ankündigen, so ab 14 Uhr vielleicht. Wird sich mit Sicherheit schnell füllen. Dann wird es vielleicht noch einen zweiten 3 Box Pick Your Team geben. Ja, man sieht, dass die Box zu ist, aber das reicht. Das Ceiling ist halt offen, ne? Das ist tatsächlich. Hier, siehst du? Papier ist auf. Wenn ich das jetzt verkaufe, gibt es 100 Pro ein bei eBay oder so. Der sagt dann, ist nicht mehr OVP sealed, warst du dran, hast Packs ausgetauscht. PayPal-Fall wird gegen mich entschieden. Tschüss, Kohle weg. Habe ich gar keinen Bock drauf. Moin, Fips, da muss man wohl oder übel einen sauren Apfel beißen und das Ding öffnen. Genau, so sieht's aus. Yannick, du hast den Ernst der Lage erkannt. Sollen wir davon, wie viele Packs sind drin? Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Serie. Look for the debut of the iconic Rated Rookies. Blaster Exclusive, eine Purple Velocity, 2 Press Proof, Green Parallels. Einfach mal. Bin ich denn blöd? 88 Karten. Wären die 11 mal 8 oder wie war die Aufteilung? Kann sein, oder? So, jetzt Leute, wo ich einfach mal gucken wollte, wie viele Leute kommen online. Es sind jetzt nach 8 Minuten fast 50. Könnt ihr vielleicht, ist einer von den Mods am Start oder Pierre oder Mitch, könnt ihr den Stream-Link eben kurz in der Facebook-Gruppe posten? Ich mache auch kurz eine Insta-Story, damit die Leute jetzt Bescheid wissen. Es war einfach mal ein Test. Ich wollte einfach mal gucken. Macht das einer von euch? Hat da einer Bock drauf? Erklärt sich einer dazu bereit? Bitte. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Wie kann ich denn einfach... So. Ich drücke den Knopf. Hi Leute. Ich bin live und tschüss. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Nee. Und will das einer von euch erledigen? Kann das einer bitte eben in die Facebook-Gruppe posten? Live auf Twitch. Hallo? Hallo? Seid ihr noch da? Macht das einer? Ihr dürft ruhig Ja oder Nein antworten. Ich beiße nicht. Ist eingereicht. Ja, Instagram lädt auch hoch. Ich wollte nur mal 50 Leute, aber ohne Ankündigung einfach so E-Mail-Benachrichtigung finde ich schon stark. Okay, dann lass uns mal hier reingucken. Roman, moinsen, ich wollte einfach online gehen, Roman. Hast du eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen? Bist du über die Facebook-Gruppe, weil Pierre es gerade gepostet hat? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich nehme raus 1, 2, 3, 4. Hi Miles, moin Roman, hatten wir schon.
Oh, danke Marina. Vielen, vielen Dank. Okay, vier Packs. Einfach mal gucken. Einfach, weil es eine wunderschöne Serie ist. Ne? Donruss 2018-19. Da war die Welt noch in Ordnung im Fußballkosmos. Moritz. Hast du keine Benachrichtigung bekommen? Also, was haben wir? Casemiro. Julian Brandt. Kevin De Bruyne, für alle, die die Karten noch nie so gesehen haben. Dann haben wir eine Rated Rookie, Josh Sargent, jetzt ja Norwich. Ich glaube, erster Spieltag Norwich gegen Liverpool, 3-0, kann das sein? Sargent. Moin Bahamus, gibt es eigentlich auch aktuelle Donruss? Donruss Soccer, nein. Zielinski, Courtois, Casillas und Handanovic. Was war das bitte? Das war nur Torhüter am Ende. Drei an der Zahl. Finde ich heftig. Aber Narrated Rookie Josh Sargent finde ich geil. World Cup 26, ihr dürft es gerne auch nochmal öffentlich machen, zeigen. Ja, das war so eine Karte, da wusste ich damals nicht, hebt man die auf, da weiß ich heute nicht, hebt man die auf. Eure Meinung zu Trent Alexander-Arnold. Heute ist ein ganz entspannter Stream, wir können auch gerne ein bisschen über Fußball reden. Ich habe eben schon gesagt, dass wir bald noch mehr über Fußball reden, wenn wir So Rare spielen. Virtuelle Karten, NFTs. Was? Trent Alexander-Arnold, was macht man mit Trent Alexander-Arnold? Wir haben Strootmann. Wir haben Ospina. Ja, das ist natürlich der absolut falsche Rated Rookie. Cameron Carter-Vickers. Jetzt könnt ihr mich korrigieren und mir sagen, spielt Cameron Carter-Vickers bei den Amis in der Abwehr? Neben zum Beispiel Johnny Brooks. Gibt es noch Personal, mein Lieber? Ich hatte keine Personals eingestellt. Wenn du eine willst, kannst du eine haben. Du immer. Moin, Mr. Free Kickers, Joshua Kimmich. Alex Telles hier für die Bayern, Kimmich geht immer, CDB, den habe ich mir heute klar gemacht, schon mal im ersten Moment versucht, ihn mir klar zu machen bei So Rare, weil es gibt jetzt, Monaco ist heute als neues Team bei So Rare dazugekommen und da gibt es ja jetzt neben den Seltenheitsstufen 1 of 1, 1 of 10, 1 of 100, die gab es bisher, auch die Limiteds 1 of 1000, das heißt, das Spiel wird jetzt plötzlich ein bisschen bezahlbarer, weil ist ja sonst echt teuer, Zlatan. Hast du die NFTs schon gekauft? Wir meinten ja. Ja, habe ich immer noch vor. Tops hat immer noch nicht geantwortet. Ich habe auch immer noch von Problemen gelesen. Ich will nicht nachher Geld einzahlen und meine Packs kommen nicht oder mein Geld ist weg. Und als Deutscher hat man das Problem, wenn man ein paar gute NFT-Packs öffnet und gut verkauft, kriegt man es momentan nicht ausgezahlt. Und das stört mich ein bisschen. Also es spricht noch ein bisschen was dagegen. Ich will es aber unbedingt testen, kann ich euch sagen. Ich bin bisher hier mit dem Pack auf jeden Fall, ist es nur eine Sergeant da rausgekommen. Cameron Carter-Vickers weiß ich ehrlich gesagt nicht. Trent Alexander-Arnold, was hättest du im Angebot, Herr TTC? Ja, also auf jeden Fall mal Stadium Club Chrome will ich mir auch selber gleich ein oder zwei öffnen und später mit Vogel noch. Aber dann Offstream. Oh, hier glänzt es. Bitte. Optic Chrome, Kyle Walker. Haben wir nicht letztes Mal, als wir Donruss geöffnet haben, eine Sancho Optic Chrome gezogen? Thiago? Oh, nee. Paco. Irgendein Dortmund-Fan, der die braucht? Oh, also dann aber unser Capitano Marco. Naja, auf jeden Fall mal Sleeven. Ramos. Messi, die behalte ich. Isco und Neymar. Also alles, was hier liegt, geht wie immer bei eBay rein. Wenn einer Bock hat auf die Karten, könnt ihr mir definitiv schreiben. Paco Optics. Ist das Silver Optik? Optik Holo, wie heißen sie? Reus hier. Spacco Alcázar, no hate. Finde ich lustig. Also,
Mitch wegen Marco einfach melden. Wie ist deine Meinung zum Supercup-Spiel? Habe ich gestern schon gesagt, Kräuber. Dortmund war auf Augenhöhe, ganz eindeutig. Aber Bayern hat Neuer, Bayern hat Lewandowski und wir haben halt Paslak. Ansonsten bin ich als Dortmunder recht zufrieden mit dem Dortmunder Spiel. Es hätte auch mit ein bisschen Glück anders laufen können. Es war eine super Werbung für den deutschen Fußball. Das ist mein Resümee. Und dass Bayern eben Bayern ist. So, letztes Pack von denen hier. Dann schauen wir mal, was wir noch zum Öffnen haben. Hier kommt eine Optik. Christian Eriksen. Memphis Depay. Romelu Lukaku ist out of this world und jetzt beim FC Chelsea. Das ist eine Rated Rookie Optik von Vlasic. Wo spielt Vlasic? Wann ist Morey wieder fit? Ich habe gehört, der fällt die ganze Saison noch aus. Vlasic, achtet mal, wie Antoine Griezmann da noch aussah. Busquets, Cristiano, nice und Thomas Delaney. Also Messi, Ronaldo werde ich definitiv wie beim letzten Mal auch einzeln bei eBay einstellen. Das hier gibt, glaube ich, ein Lot, es sei denn, einer von den Bayern oder Dortmundern geht raus. Kann ich, also ich als Bayern-Fan muss echt sagen, dass der neue BVB-Torwart richtig gut. Ja, Kobel ist ein Biest. Wie er rausgekommen ist und mitgespielt hat, erinnert schon ein bisschen an Neuer, aber Neuer ist halt Neuer. Messi, Trent Alexander-Arnold, Cameron Carter, Vickers, Vlasic, wo ich nicht weiß, wo spielt Vlasic? Kann mir da einer helfen? ZSKA Moskau, okay. Cristiano, wir haben eine Rated Rookie, wir haben Marco Reus und Paco Alcácer. Das waren jetzt ehrlich gesagt keine überragenden Packs. Nicht die Rookies, die man unbedingt ziehen will, aber Donruss öffnen ist jedes Mal was Feines. Dann packe ich mir die erstmal beiseite. So. Und weil Donruss ja immer was Feines ist, wäre so ein Fatpack ja auch noch möglich. Wenn jetzt hier irgendeiner unbedingt irgendwie auch an dem Break und an Sock, also sagen wir mal anders. Wenn ihr jetzt keinen Bock habt, mir beim Öffnen der Packs zuzusehen, für mich persönlich, für uns persönlich, für Vogel und mich, und ihr wollt unbedingt auch irgendwas öffnen. Eine Personal Stadium Club Moritz wäre möglich. Und ja, es wäre auch noch was anderes möglich. Zeige ich euch gleich. Sollen wir die öffnen? Wo wir gerade bei Donruss waren. Oh, korrekt. Elite Series Cristiano Ronaldo. Der echte Ronaldo. Kennt ihr die beiden, die habe ich drauf, oder? Wisst ihr noch den Stream? Oh, sorry, da muss ich sogar rotzen. Wo ich in der einen Box Ronaldo Auto und in der anderen Box Ronaldo Auto hatte, da sind sie wieder. Ronaldo und Ronaldo. Virgil van Dijk. Ist der eigentlich wieder fit? Spielt er bei Liverpool wieder? Ich weiß es gar nicht. KDB. Matthew Ryan. Thiago Silva. Wenn ihr hier wie so ein Geisteskranken geklickt hört, das ist Vogel, der zockt nebenbei. Wie heißt das Spiel? Apex. Apex Legends. Leonardo Bonucci. Arkadiusz Milik. Jesus. Robbie Cruz. Oh ja, Kylian Mbappé ist in der Serie natürlich extrem nice. Paulo Dybala. Candreva. Ah, es ist eine Green Velocity von Rabiot. Was machen wir damit? Ich glaube, die kann man halt auch nicht mal irgendwie einzeln an Mann bringen, weil es ist einfach halt nur Rabiot. Lucas Hernandez war Rated Rookie in der Serie, das wusste ich gar nicht.
Vinicius Junior ist geil, davon habe ich bestimmt 50, würde ich schätzen. Packe ich gleich ein. David Alaba für die Bayern als Red Press Proof. Marco Verratti für Italy als Red Press Proof. Und dann eine Optik von Stones und eine Optik von De Gea. Würde die Bayern-Spieler nehmen. Das kriegen wir bestimmt hin. Meld dich am besten am Ende alle und zähl zu den Bayern-Spielern. Das weiß ich immer nicht, wenn mir die Leute sowas schreiben. Auch Luka Hernandez im Frankreich-Trikot. Also die beiden Ronaldos plus die Mbappé. Das ist so wie eben Messi, Ronaldo. Die gehen natürlich einzeln. Das ist Lott. Ich habe hier noch welche. Wir haben noch eine Red, Duje, Caleta, Char, Rated Rookie, jetzt auch jetzt nicht so geil. Suso, Dele Alli, Bernardo Silva und Christensen. Was kostet so ein dickes Pack? Ich glaube, die stehen bei 60, 70 Euro so den Dreh. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dürfte aber so hinhauen. Moin Jonas. Haut das hin, 60, 70 Euro? Wo soll man dir schreiben, Facebook oder Insta? Wo du willst, wenn du auch in der Facebook-Gruppe bist, dann gerne bei Insta. So. Okay, das war Donruss. Das war Donruss. Ab 23.8. Was war das? Hat jemand schon Infos von Panini Limited Edition EM-Box? Genau, habe ich auch gesehen. Danke, Mike Kevin. Was haltet ihr von den Chrome Champions League Blastern? Habe ich drei Stück von geöffnet, Roman. Für 90 Euro, naja, nicht so. Nochmal das hier mal auspacken, gucken, was da drin ist. Die hier drin sind, gehen übrigens auch als Personal. In meinen Augen, also ich feiere die Serie extrem, muss ich ehrlich sagen. Und vor allen Dingen eine der wertstabilsten. Aber hard to hit. Moritz, was hältst du davon? Ich weiß gar nicht, wie Moritz zu Saphir steht. Ich fand Saphir extrem geil. Aber ich habe natürlich auch brutale Mukokos in dem Ding gehittet. Ne? Die liegen alle schon im Bankschließfach, weil die echt Kohle wert sind. Und ich glaube, dass wenn Mukoko so weitermacht, das kann was werden. Die würde ich öffnen oder. Oder die. Formel 1 Chrome, die öffne ich nicht, Dennis, aus folgendem Grund. Oh, Liechtenstein, moin, das ist bestimmt Andrin. Wenn das stimmt, bei Topside alle Boxen schon ausverkauft. Von was meinst du, Dr. Ripley? Dennis, warum öffne ich keinen Formel 1 Chrome? Ich habe eine übrigens im Shop eingestellt, Dennis, wenn du noch eine sealed haben möchtest, weil es die nicht mehr unter 550 bis 650 Euro gibt. Ich habe noch welche. Ich werde auch bald eine öffnen, wenn PAX United hier mal vorbeischneit. Habe ich schon gehört, freut mich. Aber zu riskieren, die zu öffnen und 600 Euro sealed am Ende liegend, ja, ich weiß nicht. Vettel zu 5 war natürlich Burner. Die Hamilton habe ich auch noch im Shop. Also genau, welche öffne ich davon? Die aktuellen Champions League Boxen. UCL Chrome, ja, die waren. Alles ist ja mittlerweile wieder ausverkauft. Feierabend und ready für vieles. Lukas, du eine, ich eine. Ich sag schon wieder Lukas, ich bin aber auch Moritz. Es steht sogar der Name da. Ich weiß nicht, was ich habe. Moritz, du eine, ich eine. Welche nehme ich? Ich öffne eine, aber ich weiß nicht welche.
Hast du die Vettel noch? Nein, die habe ich verkauft. Ich habe noch die Hamilton, die Basis Nummer 1 Hamilton, die hat leider eine Printline, aber mit der Printline ist sie trotzdem knapp 100 Euro wert. Also ich würde sie für 80 oder so abgeben, wenn sich einer meldet. Ansonsten warte ich, bis bei eBay einer kauft. Ist halt Teil des Budget Battle und bevor die nicht weg ist, mache ich auch kein neues Budget Battle, weil ich muss ja das korrekte Budget herauskriegen. Was machen wir? Einer schreibt links. Alle schreiben links bisher, ne? Links, links. Was gäbe es noch im Angebot? Stadium Club Chrome, definitiv. Alles andere, würde ich sagen, ist exclusive. Wir könnten uns was teilen, wenn du Bock hast. Ich habe zum Beispiel die noch. Ich weiß gar nicht, was die kann, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wer da drin ist. Pulisic ist da noch drin und Werners, ne? Havertz, ist da Havertz drin? Nee, oder? Havertz ist eine Saison davor, kann das sein? Ich weiß es nicht. Sag doch jetzt mal. Harvards Rookie. Okay. Harvards ist drin. Ja, Formel 1 wird es noch einmal geben, aber ich glaube, danach lasse ich alle Dinger, die ich habe, sealed und verkaufe sie im Shop. Weil der Preis im Shop ist dann immer noch okay und der Marktwert an Formel 1 Boxen spätestens seit Aoki die Dinger auch chased wie verrückt, steigt auch. Aoki öffnet jetzt jeden Tag Formel 1 Chrome und Formel 1 Dynasty. Moritz. Alter, wenn ich noch einmal Lukas sage, hau ich mich selbst. Wie häufig in der Woche öffnest du Packs für dich selber? Alle 3 bis 4 Wochen mal. Den Rest mache ich lieber mit euch. Hi El Skeletto. Die hätte ich auch. Moritz. Da hätte ich sogar noch drüben eine, die ich noch holen könnte. Und dann nach dem Motto, du eine, ich eine. Aber es ist halt natürlich auch heavy shit, ne? Die sind schon gut teuer für 7 Karten. Und wenn man sich dann überlegt, dass das Produkt ja. Was kommt denn da? Inception kommt ja auch raus. Das wird ja ähnlich verpackt sein. 7 Karten. Auch ein Autograph, eine Numbered garantiert. Einfach noch ein schönerer Designstil, finde ich. Und das geht dann auch schon preislich in die Richtung. Da würde ich mich dann halt jedes Mal für Inception entscheiden. Museum ist schon geil. Wie teuer Museum? Keine Ahnung. Hi Merch, wie teuer ist sie denn bei mir im Online-Shop? Also so den Dreh. Wenn einer eine nehmen würde für eine Personal, müsste ich mal eben noch nach drüben gehen. Da habe ich noch ein paar. Und im Online-Shop habe ich auch welche eingestellt. Also ja, was sollen? Womit fangen wir jetzt denn an? Soll ich einfach schon mal mit irgendwas starten? Die ist auch geil. Moin Vogel, moin Tilo, moin Leute, moin Nick. Ich weiß selber nicht. Also meine Wahl müsste jetzt fallen zwischen Merlin Heritage Museum, Chrome 1819, Harvard's Rookie Chase, Saphir öffne ich definitiv. Und Stadium Club öffne ich auch definitiv, steht ein ganzes Case neben mir. Beste Wertanlage. Die Merlin Heritage. Ja, aber kann man halt auch mal öffnen. Ich habe davon noch welche. Was geht ab heute? Heute, ohne dass ich einen Stream angekündigt habe, Nick, einfach online gegangen und ganz entspannt öffnen.
Und es überlegen gerade, glaube ich, ein paar Leute, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise beteiligen am Livestream. Einmal alles. Ja, womit fange ich an? Ich fange damit an. Ein paar Picks hier raus, okay? Wo ist mein... Wo ist mein Cutter? Warum ich jetzt keinen Hitdraft mache, ist einfach, weil ich ganz entspannt online gehen wollte und jetzt hier nicht großen Hitdraft aufstellen will. Da müsste ich viele Rechnungen machen. Heute sollte echt chillig sein. Morgen wird es genug auch buchhalterisch zu tun geben für mich. Deswegen, wenn einer jetzt sagt, hier Personal von irgendwas, klar, mache ich. Wo liegt die preislich und hast du davon noch welche da? Nein, das ist die einzige. Und die liegt bei zwischen 300 und 350 oder so. Die gerade dahin gegangen sind. Das waren hier, das hier, das Ceiling, das ist 350 Euro wert. Komm, wir nehmen erstmal die oberen vier. Wo liegt für gewöhnlich in dem Produkt das Autogramm? Weiß das einer noch? Was möchtest du denn für eine Merlin 95 haben als Break im Stream? Frage für einen Freund. Mitch, wo liegt die denn im Shop? Dann ungefähr so, natürlich, weil ich streame ein bisschen günstiger. Oben links, also müsste ich sie jetzt haben, richtig? Vier Stück. Schauen wir mal rein. Alter, erste Karte. Rookie Harvard. Fertig. Können wir aufhören? Ich bin fertig. Boah, der Chrome Look, der ist so heavy. Die bringt schon 15 Euro. Die war mal bei, boah, ich weiß es nicht, 150? In der absoluten Hype-Phase meine ich ungefähr, ich habe davon in einer bestimmten Phase nach Amerika einmal in der Woche 10 bis 15 Stück geschickt und das waren bestimmt immer so 600, 800. Boah, ich weiß, ich glaube, ich habe dafür 80 oder 70 genommen, weil dann wurden sie immer gekauft und immer wieder. Ich hatte Unmengen davon im absoluten Hype. Kai Havertz, Rookie. Guter Start. Elias Bebou, Yannick Haber. Ach, hier. Gold Autograph Maximilian Arnold, VfL Wolfsburg. Die ist 17 of 50. Havertz unten zu 50 Autogramm von Arnold. Wir haben die Serie jetzt schon durchgespielt. Können im Prinzip aufhören. Alle Wolfsburg-Fans. Of 50. Durch. Havertz Autograph ist ja nur eins pro Box. Erledigt. Was für ein Start. Oh, hier kommt noch eine Green hinterher. Also wir haben echt gute erwischt. Bei vier Packs, Guido Burgstaller, Dayo Upamecano, die habe ich mir auch alle aufgehoben. Keine Ahnung warum. Weil ich mal dachte, das bringt. Füllkrug. Und Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt Green.
Die ist zu 99. Rest in den Shop. Ja, das wäre ein Assi-Move. Das werdet ihr, ich weiß, das würden jetzt viele machen. Es sind ja auch noch Numbers und so drin, aber das Auto ist raus. Ne, die öffne ich dann nach und nach. Aber da die echt so heftig chromig sind, sleeve ich die Sommer. Rest in den Shop. Für weniger. Dann also, wenn man sie jetzt günstiger macht als Marktpreis, ist es kein Assi-Move. Das ist okay, ja. Gibt es irgendwelche Wolfsburg-Fans unter euch, wenn man sich überlegt, dass die 18 gerade mal 50 Euro kostet, haben verrückt, was das braucht. Ja, aber die Zeit ist vorbei, Tobu. Ich glaube, da braucht man auch nicht mehr in Gedankenschwelgen und Nostalgie kann man da entwickeln, aber die Zeit ist vorbei. Der Markt hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Diese Preise wird es nicht mehr geben. Wie viel kostet eigentlich ein Pack von Chrome? Von dem jetzt hier? Was ist Arnold wert? Keine Ahnung. Da ist 2018, 19 Arnold zu 50. Musste mal bei eBay gucken. Gebe ich auf jeden Fall ab. Und Einzelpacks von jetzt hier der Serie. Wie gesagt, jetzt ist das Autogramm raus. Was kostet die Box? Dann durch 18. Ich kann es euch nicht sagen. Müsste ich jetzt gucken. Ich kann die Packs, wenn ihr wollt, gerne in Shop günstiger einstellen, weil jetzt ist ja das Autogramm raus. Ich werde sie jetzt nicht verschenken, aber wenn ihr das wollt, dann mache ich es. Baumgartl, Ibišević, James bei den Bayern und Havertz Future Star. Wir sind absolut durch mit der Serie. Das ist 18-19, Jonas. Hat jemand von euch schon mal irgendwo ein Ibrahimovic? Es gibt The Ducks, soweit ich weiß, keine Ibra-Autogramme. Der Mann hat nicht einmal irgendwo unterschrieben. Und warum? Weil er Ibra ist. Ich hätte auch sehr gerne eins Ducks, sage ich dir, wie es ist. Haben wir vor kurzem schon mal drüber geredet. Ibra-Autos, das wär's. Nadim Amiri, Ralle Fährmann, Kuhn Castells und Takashi Usami. Chris extended his Tier 1 Subscription through September. Jetzt schon mal verlängert. Vielen Dank, Chris. September steht auch schon. Vielen, vielen Dank für deine Subscription, mein Freund. Was soll ich öffnen, Chef Moritz? Das weiß ich nicht. Du kannst ein Museum 2021 haben, eine Bundesliga Saphir oder eine Stadium Club Chrome. Das würde ich dir möglich machen. Das waren jetzt 4 Packs. Was machen wir mit dem Rest? Soll ich die restlichen Packs etwas günstiger als Einzelpacks im Online-Shop einstellen, wie ich das auch mit den anderen Serien mache? Oder was sollen wir machen? Also ich meine, für 4 Packs haben wir Havertz, Rookie und Havertz. Und zu Fiddy Autogramm Maximilian Arnold, was ich auf jeden Fall auch raushaue. Wolfsburg-Fans können sich jederzeit bei mir melden. Ja, und Kevin Trapp, was macht man mit einer Kevin Trapp zu 99? Gibt es hier irgendwie... Kenne ich hier von euch gerade einen Frankfurt-Fan? Den Rest einstellen, ja, wäre nice. Okay, ich werde den Preis anpassen, weil ich weiß, dass das Autogramm raus ist. Gehen die Einzelpacks, ja, die Einzelpacks werden gut gekauft. Das Geilste sind die Leute, wo Flizzy gerade fragt, ich habe Dorsey TV, hi, pass auf, der schreibt mir, boah, Thilo, voll geil, dass du Einzelpacks einstellst. Der hat zwei Packs gekauft, Merlin. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Hat ein Pack gekauft von Merlin, zieht in dem Pack aus der Box das Autogramm, keine Ahnung von wem, zu 50 irgendwas. Trifft also mit einem Pack, das er gekauft hat, das Autogramm. Dann kauft er, weil er Erfolg hatte und ganz offensichtlich natürlich mehr Geld rausgeholt hat, als er ausgegeben hat, nochmal zwei Packs und zieht in dem ersten Pack eine Mukoko Refractor aus Merlin Chrome und im zweiten Pack ein Jude Bellingham Autograph zu 50. Der hat's Leben durchgespielt. Burinson, moin. Also unfassbar, oder?
Ja, stelle ich ein. Arnold könnte haben. Havertz bleibt bei mir. Die gehen raus. Ist hier keiner, kein Frankfurt-Fan, der sich. Ich weiß nicht, wer Frankfurt. Ich weiß, dass Thorsten. Thorsten. Guck zufällig Thorsten zu. Thorsten, bitte einmal melden. Ansonsten haben wir das. Und die restlichen Packs knall ich wie gewünscht in Online-Shop. Da sind jetzt noch 14 Stück drin. Preis. Kann ich noch nicht sagen, werde ich aber anpassen, so dass es für euch passt, okay? Das könnte ich übrigens mit den Donruss Packs auch machen, wenn ihr wollt. So. Jetzt. Gehen wir mal hier dann. Ich habe falsch rum geöffnet. So, jetzt pass auf. Frage in die Runde. Ich habe das Case falsch rum geöffnet. Gutes Omen und eine Box von unten nehmen? Oder wieder zumachen und die Boxen von oben nehmen? Bei sowas bin ich immer ganz unschlüssig. Oder wir fragen einfach Vogel. Der hat eigentlich auf alles eine Antwort. Was machen wir? Ist bei Donruss auch das Auto schon raus? Es gibt in Donruss Blastern keine Autogramme. Tilo, was macht eigentlich die Schulter? Will ich nicht drüber sprechen. Von unten immer das erste nehmen. Ja, aber das erste links oder das erste rechts? Also. So, wir nehmen beide raus. Das sind beide von uns. Ich nehme immer links, auch bei Packs. Ernsthaft? Vielen Dank für dein Abo im vierten Monat. Vielen Dank, Draxi. Kleine Roomtüren. Ja, nee, hier gibt es nicht viel zu sehen. Vogel zockt, ich streame, ist kein Streamingzimmer, aber wie gesagt, wir haben hier Gemälde an der Wand, hier ist unser Arbeitstisch, da ist alles voller Boxen. Das ist geil. Kann ich euch mal zeigen. Wir sammeln Kleingeld. Und ich meine, ihr seht, die Dose ist riesig, ne? Da sind dann halt auch Zweier und Einer drin. Das geben wir dann jedes Dreivierteljahr mal ab und das sind locker 600 Euro, 500-600 Euro. Also Leute, bevor ihr Geld für Zigaretten oder irgendeinen Scheiß ausgibt, wenn ihr aus der Stadt kommt, holt euch so eine riesengroße Dose. Und leert ungelogen jeden Tag, wenn ihr nach Hause kommt, euer Kleingeld in die Dose. Macht das ein halbes Jahr und ich schwöre euch, ihr habt mindestens 300 Euro. Ungelogen. Gibt das Geld nicht für so eine Kacke aus, sondern abends nach Hause kommt, Kleingeld in die Dose. Beste Sache. So, das sind jetzt die von unten. Jetzt ist aber immer noch das Problem. Die oder die? Komm, fuck off. Wir wollten ja eh welche öffnen, Vogel und ich, das passt schon. Zur Not öffne ich beide und mit Vogel gleich nochmal zwei oder so.
Eigentlich wollten wir ein ganzes Case öffnen, das hat sich aber erledigt. Dann geht das Kleingeld im Geldbeutel aus. Ja, aber wer braucht denn Kleingeld im Geldbeutel? Scheine sind die Macht. Oder halt mit Karte zahlen oder so. Okay, drückt mir mein erster Break bei dem Produkt. Mal schauen. Roman, warst du nicht gestern die ganze Zeit im Stream? Oder hast du wieder zu viel getrunken, Roman? Eine Wette? Ich kann keine Wette machen. Und Marcel RKO ist nicht online und Vogel zockt. Wann Incept? Ich hab... Ohne Gewehr, Chris, habe ich gehört, Inception könnte irgendwann, sagen wir mal, Ende nächster Woche, wenn wir Glück haben. Auf geht's. Drückt mir bitte die Daumen. Ich habe zuletzt echt wenig selber geöffnet. Wir wollten immer, uns fehlen die ganzen Dortmunder Karten. Schande. Jadon Sancho, das ist ein Dortmunder, den ich nicht möchte. Ciro. Pedri, Bernd Schuster, der alleingelassene Sadio Mané und Diego Jota. Es lief alles ganz entspannt, Leute. Ich mache heute einen ganz entspannten Stream. Ruhig. Gelassen, es sei denn, ich treffe irgendwas Brutales. Ein Jurin-Auto drin. Boah, das würde ich, glaube ich, abgeben, auch wenn es Rookie ist, auch wenn es Chelsea ist. Ein Jurin möchte ich nicht. Ein Auto von Rashford wäre nice. Ich weiß gar, hat Rashford denn überhaupt unterschrieben? Ja, PC, wir kommen. Vogel, erste Pack Pedri, zweite Pack Mukoko. Ja, ja, komm. Dodo. Messi. Rodrigo. Kevin De Bruyne. Und Luka Modric. Ist IM Tabak online? IM Tabak, bist du da? Der hat gestern hier gefollowt. Ich wusste... Schande über mein Haupt nicht, wer er ist. Hab dann aber herausgefunden, er ist Kroate. Tabak, falls du hier bist, würde ich die dir jetzt hier überlassen. Einfach, weil ich froh bin, dass so ein großer FIFA-YouTuber sich abends denkt, da schaue ich mal vorbei. Fand ich cool. Wenn du die haben möchtest, einen Tabak, melde dich. Streamt wahrscheinlich selber, der Junge. Ist ja nun mal auch FIFA-Streamer und YouTuber. Also ich bin jetzt schon Pedri und Mukoko für Personal Connection. Ich mag irgendwie Karten in Querformaten. Da beschwert sich mein innerer Monk. Mir gefallen sie total. Weil zum Beispiel die Karte hier, die ist einfach geil im Querformat, weil sich so viel besser darstellen lässt, wie Messi halb Juve zerstört. Bruce Wayne abonniert im zweiten. Vielen Dank, Bruce Wayne. Danke, Stefan. Also, falls Tabak noch online kommt oder ihn einer kennt, sagt ihm Bescheid. Modric liegt bereit. Dayo. Noah Okafor, World Cup 26 Sergino Dest, Leroy Sané, Cristiano und Serge Gnabry. Wenn eine Contributions kommt, dann kommt Serge.
War gestern so, ist heute so. Ronaldo ist natürlich auch nice, stelle ich auf jeden Fall mal auf. Bis jetzt finde ich das cool. Moritz, bist du mittlerweile weiter in deiner Entscheidungsfindung? Oder lässt es heute Abend einfach mal ruhen und guckst einfach nur zu? Würde dir die CR7 abkaufen? 80.000 Euro. Kennst du das Video, Nick, von... Also ich weiß ja nicht, ob du es machst, von Teddy, aka als Antoine, wo er in die Sporthalle die Jungs trainieren geht. Kennt das einer? Weiß einer, wovon ich rede? Das muss ich zuerst mal fragen. Bootcamp, genau. Kennt ihr die Szene, wo er zu dem sagt, 40.000 Liegestütze? Ich komm nicht. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich war am Ende. Ich war absolut am Ende. Bootcamp, 40.000 Liegestütze. Habt ihr gehört, wie der Typ anfängt zu lachen? Das war das Allergeilste. Jeremy Doku. Xavi Simmons. Jurin Timber. Weston McKennie und eine goldene. Es ist ein Antonio Rüdiger Chelsea Autograph, habe ich gezogen. Zu 99. 20 of 99 Champions League Sieger Rüdiger. Habe ich halt keinen Vertrag mit, soll jetzt aber auch bei Barca im Gespräch sein. Der Toni. Korea. Korean, das ist in China von Insel her. Genau das. Von Insel her, was für eine Aussage. Das ist mit das beste Video, was ich je im Internet gesehen habe, nach Ellen Lacht. Kennt ihr Ellen Lacht? Wo der Typ, dieser Zac Gefrandiakis, der von Hangover diesen Steuerberater spielt. Kennt ihr die Szene? Wo er so... Das ist zu heftig. Könntet ihr im Tausch für Rüdiger... Nee, das ist ein schlechter. Rüdiger ist 100-mal wertvoller als Kenneth Taylor, sage ich. Also nicht 100-mal wörtlich gesprochen, aber im Prinzip so. Chelsea, Champions-League-Sieger, Stammspieler. Nee, das passt. Xavi Simmons hebe ich mir auf. Doku werde ich abgeben. Was soll ich überweisen für welches Produkt? Ja, Moritz. Entscheidungsfindung, ich spreche dir da nicht rein. Du kannst dir völlig frei überlegen. Ich will dich auch ehrlich gesagt zu nichts überzeugen. Wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Stadium Club liegt hier. Und ein Museum würde auch gehen. Nur ein Joke. Hör mir auf mit Kenneth Taylor bloß. Mason Mount. Cuisance, Sneijder, Gravenberg, Gündogan und eine Curtis Jones Refractor Rookie Liverpool. Nice. Was ich an ihm so mag, dass er so reif spielt und das sieht halt auch Klopp. Wann ist der? 2001. Ist halt schon einfach wie Stamm. Ne? Ich glaube, dadurch, dass Ginny jetzt weg ist, wird Curtis Jones absoluter Stammspieler. Und dann ist so eine Karte halt nochmal geiler. Gravenberg. Das ist alles auch wieder was für einen Online-Shop. Museum löhnt was? Guck mal bitte. Muss los. Gibt Steak. Viel Spaß. Lass dir schmecken. Guck mal bitte den Online-Shop. Was die da kostet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber bis jetzt, wird Ai Bumairat ist noch following. Herzlich willkommen, danke für dein Follow. Wird hier bei die Inception im Shop angeboten? Im Shop glaube ich nicht. Also ich habe eine Liste mit 150 Leuten drauf, die haben wollen.
die mich jeden Tag dreimal fragen, wie teuer die bei mir wird. Ich sage jedes Mal, die wird nicht günstig. Ich weiß es noch nicht. Und ich denke, dass ich längst nicht so viele Boxen bekommen werde, wie Nachfrage da ist. Wieso hältst du Gravenberch und Doku nicht? Ich halte Gravenberch nicht. Also ich kann Gravenberch einfach, weil es ein guter Rookie ist. Die beiden gehen in Online-Shop. Die geht auch in Online-Shop, die auch. Ich halte nur die drei hier für meine Personal Collection. Alles, was hier liegt, geht auf www.toptradingcards.com, Rubrik Einzelkarten Soccer. Alter, ich habe gar nicht gesehen, ich habe gar nicht weiter ausgepackt. Musiala, den behalte ich auch. Nice. Wo kommt der denn her? Habt ihr vorher Musiala gesehen? Ja, 3,30 ist halt auch eine Ansage, ne? Für 7 Karten. Hit and Miss. Und ich weiß, die ist bei anderen deutlich teurer, die Box. Ist halt schon heftig. Aber ich werde sie gleich, glaube ich, trotzdem öffnen. Und nachher mit Vogel noch. Mindestens eine Stadium Club und eine Merlin Heritage und eventuell eine Saphir. Musiala ist brutal, ja. Giorena, den finde ich einfach so saugeil. Oh, hier kommt irgendwas. Irgendwas kommt. Giorena. Alassane Player. Fabio Vieira, von dem ich ja, wie ihr wisst, sehr viel halte. Kylian Mbappé. Welche Farbe ist das, die hier kommt? Dejan Kulusevski. Ist das Standard oder was ist das? Hä? Hat die Farbe? Wieso sind die so rot? Ich dachte, das wäre jetzt 25 oder so. Voll der Reinfall. Sorry. Sorry, habe ich mich selbst verarscht? Sorry. Ich habe mich selbst verarscht. Gio behalte ich auch, weil ich Gio total mag. Die Art, wie er spielt, gefällt mir super gut. Der ist so unscheinbar schnell. So kann man ihn, glaube ich, am besten bezeichnen. Gio muss hier hin. Die Jungs gehen erstmal alle hier rüber. Was haben wir hier? Curtis Jones. Also schon gut bisher. Shop, 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 Shop. Kulusevski geht auch immer shoppen. Mbappé kann man machen. Ty Adams kann man machen. Ist cool. Bisher ist cool. Wie gut sind eigentlich die Match Attacks Chrome Bundesliga? Das kommt darauf an, was du mit gut meinst, Adi. Ich glaube, deine Fragen habe ich gestern schon gemerkt, zielen oft so in Richtung, kann man damit Geld machen? Dann würde ich eher sagen, nein. Es sei denn, du triffst eine Moukoko zu 10. Jesus, Baro, Gosens, De La Fuente, Lewandowski und Sterling. Ja, dann halt Bellingham oder was weiß ich was. Hattet ihr schon eine Antwort wegen der Oki bekommen? Ist es eine schöne Box? War gerade telefonieren kurz. Antwort: Aoki, what? Ibrahima Konate, Rakitic, Neymar, Noah Lang, Jota und eine Refractor von Erling Haaland. In dem Moment haut Jonas seinen 5-Monats-Subscription raus. Vielen Dank. Wie geil ist das? Als Dortmund-Fan jetzt Moukoko, Reyna. Nice.
Vielen, vielen Dank. Monatliche Miete, Jonas. Vielen, vielen Dank. Also ich fand Aoki sehr geil. Wen packen wir denn jetzt weg? Ich glaube, Musiala mal kurz hier runter. Haaland Refractor hier hin. Viel besser kann es ja nicht werden hier mit Haaland, ne? Refractor Haaland gehen immer. Immer gut. Bringt halt nur nichts, weil ist PC. Eine One-of-One würde ich nehmen. Zeige ich euch, wie es ist. Dominik Szoboszlai. Da ist Anjorin. Kamavinga. Wo ich nie weiß, mache ich da jetzt PC oder nicht. Fernandes. Minolet. Und die Standard Curtis Jones, wo wir ja eben auch schon die Refractor. Wir haben also Refractor Curtis Jones und Refractor Erling Haaland, was natürlich echt Beast Mode ist. Aber ich glaube, Kamavinga und Curtis Jones werde ich beide einfach bei uns in die Soccer-Karten-Rubrik einstellen. Ihr kauft immer mal wieder Einzelkarten aus der Rubrik, weil ich sie natürlich auch zu einem, glaube ich, recht fairen Preis anbiete. Und ihr könnt so eure PC dann halt ergänzen. Moin WTZ, das ist einfach nur just for fun. Hee-Chan Wang, wie viel Numbered haben wir bisher? Das Auto, sonst nichts? Oh, bitte nicht so eine Numbered Box. Ne, wir hatten noch was anderes, oder? Habe ich irgendwie verplant? Ich weiß es nicht. Perrin, Brandon Williams, Kenneth Taylor. Bin schon mal froh, dass das nicht das Auto war. Und eine Ryan Gravenberch Glimpses of Gold. Stolz der Stadt, wann kommen die? Worum geht's? 26.08. Champions League. Meint ihr die neuen Champions League Karten? Ich habe übrigens gestern nach dem Champions League Preis geguckt, weil ja einer geschrieben hat, er hat irgendwie für zwei Boxen 100 Euro bezahlt. Ich kann euch sagen, ich werde einen Top-Preis anbieten. Nein, ihr könnt die definitiv bei mir bestellen. Ich werde die bekommen. Das Einzige, was ich im Gegensatz zu anderen nicht mache, ich biete keine Vorbestellung an, weil wenn sie dann am Ende irgendwie nicht in der Menge kommen, dann muss ich mich vor euch rechtfertigen. Wenn die Ware da ist, geht sie definitiv rein. Ich werde sie bekommen und ich werde sie zu einem Top-Preis anbieten. Havertz. Alberto, Hakimi, Lassina Traoré, hier kommt was Numbered. Christian Pulisic World Cup 26 Green Electric 144-150. Nice, eine Pulisic Numbered. Aber leider nur die Boxen, ja, weil der Rest in meinen Augen nichts ist, was man hätte kaufen müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die Inhalte von allen Artikeln angeguckt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mit Abstand das beste Produkt die Displays sind. Die Tints und so weiter für Set-Sammler sind geil, klar. Auch die Limited sind geil. Verstehe ich auch absolut, dass die anderen Produkte da ihre absolute Daseinsberechtigung haben. Aber mit den möglichen Hits, ich sag's nochmal, die Chrome-Karten, die Shield-Karten, die Autokarten, das ist alles in den Standard-Displays drin. Brauche ja auch den ganzen Rest. Was ist denn der ganze Rest? Bis mal auf die Limis. Das weiß ich, dass es in den anderen Produkten. Was ist bis auf die Limis in den Multipacks, in den Tints, die ich da nicht bekomme? Sind da so Exclusive-Karten drin? Jersey-Karten nur in der Megatin, allerdings, so wie ich weiß, in jeder 31, 32. Megatin. Das ist halt heftig, heftig, ne?
Eduard, oh, hier kommt, hier, Nooyev. Karim Adeyemi, den habe ich auch noch unbedingt gebraucht. Der bleibt definitiv bei mir. Mitchell Bakker. Anthony. Ah, wenn Moritz eine zu 5 Amad Diallo zieht, ziehe ich eine Oyev Amad Diallo. Alle Manchester United-Fans dürfen sich bezüglich der Oyev jetzt gerne melden. Adeyemi ist einfach nur geil. Da gibt es auch Exclusive von Haaland. Um welche Serie geht? Habe in der Checkliste eine First Edition von 1 bis 80. Ich sammle die ganze Hefte und in die Tints sind Sonderkarten. Okay. Ja, nein, ich sag ja, für Set-Sammler definitiv. Definitiv verstehe ich das. Und finde ich auch okay, aber ihr könnt ja mit den Displays aus meinem Shop beginnen und dann alle anderen Produkte. Die gibt es ja definitiv dann irgendwo zu kaufen. Ich kann euch nur sagen, die Displaypreise bei mir wären super. Ich werde sie auf Ausrufezeichen Shop, also ganz normal im Online-Shop einstellen und bei eBay werde ich sie auch anbieten. Das nimmt dir gar kein Ende. Adeyemi wird explodieren, da bin ich auch der. Also er ist ja jetzt gerade dabei, ne? Es war zu erwarten, dass es passiert und es sieht so aus, als würde es diese Saison passieren. Und dann geht er zu einem Top-Club und dann wollen alle seine Sachen. Ich hätte noch gerne Numbered, sage ich euch, wie es ist. Billy Gilmore. Brandon Soppy. Da ist er schon wieder. Amad Diallo. Vinicius Junior. Rice Williams und David Neres. So, immer noch 4 Packs. It never stops. Wieder Haaland. Eben Refractor, jetzt Standardversion. Nice. Das geht in meine Sammlung. Duje. Rashford. Charles de Catalare. Da weiß ich es auch nie. Und eine Jurrien Timber Refractor. Gravenberg wäre cool gewesen. Timber ist es geworden. Marc weiß, wovon ich spreche. Oh yes! Der fehlte uns noch, da ist er endlich. Ich brauche noch eine Number. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt Jude Bellingham. Also, für mich ist das Ding jetzt eigentlich geritzt. Jules Koundé, Amadou Haidara, Colin Dagba, Malik Tillmann und eine Gianluca Valli. Leute, wie war das nochmal bei der Museum Collection? Welche PT-Größe brauchte ich an Top-Loadern? 120, 130, kann das sein? Hat das noch einer auf dem Schirm? Amad Diallo wechselt wohl in die Bundesliga. Wohin? Also ja, Bundesliga können ja 18 Vereine sein im Prinzip. Immer noch 2 Packs. Einfach ein geiles Produkt, weil es nie aufhört. Deswegen hat der Stream auch gestern 4,5 Stunden gedauert. Ich möchte immer noch eine Numbered. Ich befürchte, es ist eine One-Numbered-Box. Oder ich habe irgendwas übersehen. Nkunku. Pereira. Lukaku. Anthony. Dragusin. Und Okafor. Jetzt mal ganz ehrlich, ist nur die... Das kann doch nicht sein. Dass nur das Autogramm numbered ist? Da helft mir doch mal auf die Sprünge. Habe ich irgendwas übersehen? Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg sollen dran sein. Aber bei Menü wird er halt nicht spielen, ne?
Ah ne, wir hatten die Pulisic, alles klar. Das sind eine numbered, okay. Hier hinten war nichts numbered, oder? Nee. Und hier ist das Auto-numbered. Also könnte schon auch im letzten Pack was sein. Ist es auch, eine Green. Timo Werner. Malang Sarr. Ansu Fati, Jan Oblak. Oh nein. Oh nein. Nein. Ja, der musste. Ich hatte ihn als Base zwar schon gesehen, numbered wollte ich ihn jetzt nicht unbedingt. Aber alles in allem ist für euch, für einen Online-Shop, für Einzelkarten viel dabei, was ziemlich cool ist. Wenn wir hier nochmal gucken, was wir hier soeben hatten. Wir hatten Ronaldo, wir haben Mbappé, wir haben Curtis Jones Refractor und so weiter und so fort. Lots gehen alle wieder bei eBay. Da freut sich wahrscheinlich Stefan am meisten. Was hatten wir hier? Wir haben eine Edouard Mondi zu 99. Amad Diallo, Rookie. Ojev, eine Pulisic ist zu 150. Ich habe eine Musiala, die ist definitiv Personal Collection. Curtis Jones geht in Shop als Refractor. Wir haben eine Doku, eine Gravenberg. Xavi Simmons ist Personal Collection. Pedri ist Personal Collection. Moukoko ist Personal Collection. Wir haben Haaland als Refractor gezogen, ist Personal Collection. Bellingham Personal, Haaland Personal, Adeyemi Personal, Gio Reyna Personal. Guckt euch das an, das war gut. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten, unter anderem eine Haaland Refractor. Und das Auto war Antonio Rüdiger und das ist zu 99, 20 of 99. Moin Penelope. Wie wissen das mit den Numbered? Gibt es die Karten dann weltweit nur 99 Mal wie jetzt bei Mondi? Ja, in dem Style, ja genau. Die Karte in dem Style 99 Mal. Die gibt es dann noch zu 75, zu 50, zu 25, zu 10, zu 5, zu 1. Vielleicht hier sogar auch noch 4. Also sehr viele nummerierte. Aber die Limitierung auf die Gesamtproduktion sagt genau das aus. So ist es. Okay, hat einer eben was geschrieben zu dem Museum? Ich habe nicht aufgepasst. Welche Toploader-Größe ist es? Sind die neuen Karten für die Personal? Sorry, war kurz weg. Ja, genau, die sind alle für die Personal. Am geilsten ist, finde ich, Haaland Refractor. Aber Xavi Simmons nehme ich halt auch gerne und Pedri ist immer gut. Glaube auch 130 PT. Okay. Was haben wir denn da noch? Hundertzwanzig, hundertdreißig, hundert.
Aber wir haben ja auch noch ein paar. Vor allen Dingen brauche ich meine Was war zum Release der Originalpreis der Museumbox? Boah, gute Frage. Wo sind meine Dinger hier hin? So, jetzt würde ich sagen noch die. Und dann gucke ich mal auf die Uhr. Museum war 225 Euro. Zwischenzeitlich mal hoch auf 450. Echt crazy für 7 Karten. Welche Top-Loader und Seas braucht man für Inception? Hab 2 Boxen bestellt und fühle mich nicht vorbereitet. 130. Mindestens, sag ich. Vielleicht 180. Hi Joker. Wie war denn das hier noch? Ach, Pick. Immer noch was passiert. Wenn ich so stelle, sieht man es nicht mehr, ne? Aber ich mache es, glaube ich, einfach anders. Wie war das noch? Morgen kommt meine Bellingham von Max. Ach, Joker, wir hatten heute kurz geschrieben. Sehr nice. Unten noch mal eine Base, kann das sein? Ist das richtig? Unten eine Base, oben 2 oder 3 Base, dann Numbered, dann Hits oder so. Ja, meine ich auch. Okay. Oh, was ein Start. Für mich einer der besten Starts ever. Gio Reyna. Nice. Personal Collection Start. Gibt es was Schöneres? Ha, herrlich. Ist das nicht schön? Ist das nicht einfach schön? Personal Collection Start bei so einer 7-Karten-Box. Geil! Und das ist mir auch egal, ob die Karte bei eBay 5 Euro oder 10 Euro wert ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist für die Personal Collection, das ist immer das Geilste. Das ist das, was ich meine. Manchmal muss man sich, auch wenn das echt teuer alles ist, von dem Kartenwert und von dem Boxkartenpreis, ich weiß, es kostet alles viel Geld, muss man sich lösen und einfach genießen, dass man für seine Personal Collection der Gio Reyna Museum gezogen hat. Ich feiere den Typen. Finde ich sauer gut. Wer ist er? Ist das Jean-Claude Nintendo? Tedden Mengi. Ach ja, den gibt es auch noch. Der Bruder von Nintendo also. Manchester United Rookie Tedden Mengi. Für alle United Fans, Tedden Mengi, darf ich vorstellen. Das ist definitiv der Schläfer. Manchester United Karten hier bitte, ja, Christina einfach melden, ne? So wie immer. Der Schläfer, David Neres. Das sind 100 PT Toploader. Die sind nahezu perfekt. Es würden eventuell 75 tun, da hätte ich aber Angst. Okay, jetzt gleich wird's interessant langsam.
Sadio, LFC, diesmal mal nicht allein im Stadion, kniend. Also Leute, das sind unsere Base, die machen jetzt Platz. Wir haben gezogen Neres, wir haben gezogen Mengi, wir haben gezogen Gio, Personal Collection, yes. Und Sadio Mane. Hi Loco Blatt, was geht ab? Und jetzt, und jetzt, und jetzt kommt irgendwas Blaues. Das ist Sergej Milinkovic Savic zu 75, 20 of 75 SMS. Das Blaue sieht natürlich echt schön aus. Was man bei Museum sagen muss, ist brutal Hit and Miss, ne? Kann man fürs heutige Opening noch was kaufen, Lokoblatt? Ich habe eigentlich, bin einfach ganz spontan online gegangen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest unbedingt eine Personal von dem neuen Stadium Club Chrome, würde ich das für dich einrichten. Sergej Milinkovic Savic zu 75. Ja, und jetzt geht's in die Vollen, kann das sein? Kommt aber irgendwie nochmal eine dünne Karte. Und dann zwei dicke. Okay, dann ist das das Autograph, ne? Okay. Nice. 7 of 50 World Cup 26 Sergino Dest Barcelona. SG GG SG G Unit. Seven of 50. Jetzt ein richtiger Schink. Kommt dann jetzt Jersey Order und unten Jersey? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es gesehen. Verdammt, ich war zu langsam. Meaningful Material. 8 of 50. Ashraf Hakimi. Das wäre eher Thick Sleeve, glaube ich. Sehe ich da nicht? Ich ja, unten links. Tatsächlich. Patch. Das ist echt ein Patch. Habe ich gar nicht gesehen. Ist ein Patch. Der ist zu 50 sogar schon mal. Preis für Stadium wie gestern oder wie im Shop? Preis für Stadium dazwischen, würde ich sagen. Moritz. Ist das kein fucking Thick Sleeve? Mann, ey. Immer die gleiche Rotze. Ich wollte die immer wieder aufheben. Ja, sicher aufheben, weil ich sie aufheben muss. Soll ich die wegschmeißen? Ja, sind sicher. Sind ja gar nicht. Was muss ich kaufen, sodass es heute noch aufmacht? Bin neu. was? Du musst gar nichts. Wenn du Bock hast, ich zeig dir gleich die Möglichkeiten. Das ist 120, das passt nicht. Ja, hab Bock. Ne Stadium Club geht definitiv klar. Schreib mir dann, wenn du wirklich willst, bei. Du weißt, was die bei mir im Shop kosten, oder? Nee, das war falsch. Schreib mir gleich mal bei Insta, bitte. Okay, Hakimi ist auf jeden Fall okay. Und jetzt Jersey Auto. Auch, ne, zu 150, ist schon mal schlecht. Nein! Was ist los? Ist das Hans? Warnhaken, oder? Oh, shit! Ist es? Das ist Hans Warnhaken. Ah, der unterschreibt so schön. Und dann so ein schöner Patch. Es ist einfach die Verfolgung pur vom Hans, ne? Ja, Messi 150 gibt's glaube ich nicht. Das war dann schon klar. Das ist Hans Warnhagen.
Top Stadium Club Chrome Soccer Collection. Das, ja, das ist die ganz neue Serie. Gestern war Release Day Party bei uns. Aber man kann sagen, was man will. Es ist eine schöne Karte. Das schwarze Haupttrikot. Ja, ja, das ist Dual Jersey. Das ist dieses hier. Siehst ja das Trikot hier, ne? Okay. Ist schon schön. Gibt sich auch Mühe, der Hans. Aber ist halt Hans. Was willst du da machen? Wunderschön. Das ist nice, ja. Also, wir haben Hans Warnacken zu 150. Hakimi zu 50. Das wird alles verkauft. SMS wird vertickt. Sergino Dest. Weiß ich noch nicht. Zwei World Cup 26 müsste ich auf Grundlage meiner eigenen Geschichte aufheben. Ist das richtig? Wie sieht's jetzt aus? Bei, wer hat denn gefragt? Oh je, Bahamus. Nein, ist alles gut. Hans und ich, das ist eine Hassliebe, die hat sich über Jahre aufgebaut. Alles gut. Ich bin da überhaupt nicht so, dass ich jetzt mich heute mit Ärger ins Bett lege, in der Fötushaltung und weine. Chance auf ein Autogramm. Eine Autogramm pro Box garantiert, Loco. Wenn nicht, dann hat Tops was falsch gemacht. Und das waren die drei Base plus eine Geo für unsere PC und ich behalte Dest. Habe ich mich geradezu entschlossen. Sonst wäre meine Story ja absolut unglaubwürdig. Okay. So, jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Stream. Dann gehe ich offline. Entweder mache ich jetzt selber noch eine Box auf oder einer von euch macht eine. Das liegt an euch. Einfach mal unauffällig das Rookie-Logo auf Hans und der geht auch so weg. Weil Belgier werden immer gekauft, von Belgiern hauptsächlich. Ich warte mal kurz, ob Loco sich noch meldet. Guck mal Insta bitte. Oh, Pierre. Ich hörte auch noch. Ja, Pierre. Meine Antwort ist ja. Fragst für einen Freund. Loco, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt natürlich Geld verdienen könnte, würde, wenn du eine nimmst, empfehle ich, wenn du echt noch keine Ahnung hast, aber Bock drauf hast, guck erstmal noch ein, zwei Streams zu. Vor allen Dingen morgen auch vielleicht mal so ein Pick Your Team, so wie gestern mal ein Spotbox Break. Das Video kommt auch jetzt bei uns auf dem YouTube-Kanal. Dann wirst du schnell verstehen, du kannst mich aber auch jederzeit fragen und wenn du dann beim nächsten Mal dich bereit fühlst oder bereiter fühlst, dann nimmst du einfach eine, okay? Einfach erstmal ein bisschen in den Flow kommen, genießen, zusehen und dann, wenn was ist, jederzeit einfach fragen, dann machen wir das klar und dann kannst du gerne eine Personal Box haben. Ist, glaube ich, die schlauere Entscheidung, als jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie 220 Euro auszugeben, wo du nicht genau weißt, soll ich es jetzt machen oder nicht und dich so von deinen Gefühlen übermannen lässt. Was hier jetzt der falsche Weg wäre, würde ich sagen. Okay? Machen wir das so. Aber ich glaube, Pierre ist dabei. Okay. Soll ich einfach schon mal anfangen, Pierre? Ist das okay? Willst du auch die neue CL-Serie im Stream öffnen? Ja, definitiv. Wir können auch Boxbreaks machen. Ein Pack, das müsstest du dann tatsächlich über den Shop kaufen. Aber jetzt, ja, okay.
Okay, dann Pierre, passe ich für heute und genieße. Alles klar, Pierre, was machen wir? Möchtest du dir die Box selber aussuchen? Komm, Pierre. Pierre, du bekommst einen Bonus. Pass auf, ich lege die, die ich hatte, hier wieder an die Position. Dann zeige ich dir das kurz. Ist einfach zu schwer, um es jetzt dahin zu heben. So, die fehlt. Die ist da. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Welche darf es sein? Du sagst die Zahl, ich hole sie raus. Also dann liegt's in deiner Hand. It's yours, würde Uri Geller sagen. The stage is yours. Da verbiegt sich der Löffel und dann geht die große Show los. Sechs, ich hab's mir fast gedacht, dass... Ey, sechs ist doch Kacke. Sechs ist doch die unterste auf der linken Seite. Oder? Ne, die ist ja raus. Wenn die raus ist, war das die 1? Also ist das jetzt die 1? Dann ist ja jetzt die 6 die oberste auf der rechten, oder? Weil du hast ja gesehen, links ist die oberste raus. Das war ja die 1. Die ist ja jetzt weg. Also geht die 1 ja jetzt bei der zweiten auf der linken Seite los. Also 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es ist und bleibt die unterste, oder nicht? Ich zähl mal. 1, 2, 3, 4. Ach, das war doch alles umsonst. Es ist doch die oberste rechts. Ist doch Kacke. 6. Unterste links sollte es sein. Ja, wäre es jetzt aber nicht, weil ja links die von mir schon weg war. Das wäre jetzt die oberste rechts. Pierre, was machen wir? Oberste rechts oder unterste links? Wäre dann aber die 6, wäre jetzt die hier. Ich hab's nachgezählt, ich schwöre. Du hast aber deine mitgezählt. Ja gut, die ist jetzt natürlich weg, die kann ich nie mehr wiederholen. Das wäre jetzt die 6. Nach deiner Rechnung wäre es die 5. Die unterste links. Weil ja meine links oben fehlte. Aber Pierre, wir haben alle Zeit der Welt. Nimm dir eine Minute. Dann soll es so sein. Ja, weil du die 6 haben möchtest, ne? Egal, wo sie ist. Komm, machen wir uns da kein fertig. Ich sehe es schon kommen. Am Ende war ich schuld. Ich sehe es schon kommen. Ich packe mal eben hier die ganzen Toploader weg, die dicken, die wir nicht mehr brauchen. Ich sehe es ja kommen. Am Ende war ich's. Ist okay. Ich komme aber damit klar, dass ich am Ende der Blöde bin. Gib ihm einfach beide. Das liegt auch am Pierre. Okay, ich wünsche dir viel, viel Glück. Sind wir bereit? Ach ja, herrlich. Gib mir die 6. Ich habe aber meine mitgezählt. Ab da ging es dahin. Ach ja, sowas ist doch schön. Macht einfach Spaß mit euch. Ich habe Durst. Kriegst du Pokémon was rein? Ich habe 25th Anniversary bestellt. Wie ein Wahnsinniger. Also spätestens da, hoffe ich. Ansonsten wird hier Sports Cards Fußball Main League geöffnet, aber 25th Anniversary habe ich bestellt, als wäre es mein letzter Tag gewesen. So. Pierre, was hältst du davon, wenn wir uns auf deine Personal noch ein kleines kühles Blondes trinken? Hast du Bock, dass wir noch anstoßen als Community auf dich für deine Personal als letzte hier heute im Stream?
Alles, was es gibt. Komplette Programm. Deutsch, Englisch, jedes Produkt, dies, das. Okay, komm. Wette, Vogel zockt immer noch. Und ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin ja immer vor der Kamera. Was hinter der Kamera passiert, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann keine Wette. Marcel Arkeo, bist du da für eine Wette? Ja, genau so ist es, Bambus. Aber ansonsten werden wir die hier sogar breaken bei uns, auch wenn wir sonst Soccer-Cards breaken. 25th Anniversary, alles was ich bekomme, geht in den Shop und wird hier in der Community gebreakt, weil es wird einfach zu heftig. Prost! Okay. Hast du Deutsch oder Englisch geholt? Beides. Alles in beiden, in allem, in Mengen. Alles in alles. Ty Adams. Chiro. Dest. Zweimal World Cup 26 im ersten. Modric. Hier kommt direkt eine Numbered. Lassina Traoré. Rookie Ajax. Green. 198 of 199, die vorletzte ihrer Art. Wette läuft. Numbered Card. Oh, stark. Danke. Danke, Martin. Wenn ich eine AOK kaufe, machst du die dann noch im Stream auf? Ist nur noch eine da, ne? Also sage ich mal ja. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal voll und ganz auf Pierre. Was ist das denn? Haben wir die. Warte mal. Guck mal, wir haben gerade Ty Adams gezogen und im nächsten Pack kommt wieder Ty Adams? Hatten wir das jemals? Player. Pedri. Vini. Ferran. Bobby Firmino Cup Honor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir zweimal oben mit der gleichen Karte gestartet sind. Jetzt ist die Frage, das muss Pierre aber für sich selbst beantworten. Ist das ein Omen? Oder ein Omen? Ja, die sind extrem hochwertig. Diesmal viel dicker gedruckt. Hinten keine Probleme. Am Druck wurde echt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil es Stadium Club ist oder so. Aha, Pedri ist da, Jude ist da, hey Jude, Malangsa, Hakimi Ashraf, Fonsi, Jota und Toni Kroos.
Dadurch, dass Vogel heute streamt, sleep ich immer direkt, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Würdest du sagen, die Katzen könnte man zum Graden schicken? Die Karten? Boah, schwierige Frage. Ich glaube, ja, Centering ist hier kein Problem. Druckqualität ist geil. Ich finde das... Ich glaube, ja. Billy Gilmore, nice. Jules Koundé. Hier klebt irgendwas hinter Neymar. Neymar, Anthony. Kevin De Bruyne. Oh, nice. Die war in zwei Cases nicht einmal drin. Youssoufa Moukoko Glimpse of Gold. Now play, no player has appeared in 16 here, 12 touches, 4 pressures in 1 block. Was eine Statistik. Zwei Cases vorher, nicht eine Yussi, Muki. Hätte ich auch gerne. Weil Moukoko ist halt so mein, mit Bellingham mein absoluter Chase-Spieler. Da haben Vogel und ich einiges von dem jungen Herrn. Pierre, wie sieht's da aus bei dir? Hab die letzte Aoki gekauft. Guck mal, mein Handy. Mein Handy. Mann, ey. Ich habe noch keine Mail. Soll das heißen, ich soll die gleich noch öffnen? Jetzt habe ich eine Mail. Christian Pulisic, Eduardo Camavinga, Julio César, Leroy Sané. Timo Werner. Der Look der Karte ist so schön. Refractor, das macht es noch geiler. Wie er qualmt einfach, ne? Einfach eine richtig schöne Karte. Wie viel kostet immer so ein PYT? Das liegt ja an dem Team, das du wählst. Deswegen heißt es ja Pick Your Team. Kamavinga. Auch schick. Hat Pierre was geschrieben zu der Moukoko? Immer wenn ich für Pierre eine Box öffne, schreibt er nichts. Kein Wort. Also ob ich jetzt mit ihm in Verhandlung kommen kann mit der Moukoko oder nicht, das entscheidet sich vielleicht morgen. Aber heute wird kein Wort kommen. Alles gut. Christian Pulisic, Marcus Thuram, Wesley Sneijder, oh, Jamal Musiala, Dejan Kulusevski. Er hat leider nicht unterschrieben. Vogel hat uns ja gestern schon öfter mal gesagt. CR7. Achso. Habt ihr gesehen bei Discord, One of One Lionel Messi in dem Style? Autograph gezogen irgendwo in Deutschland, gestern in Berlin. Also One of One Messi, einmal ist raus. Pierre ist, ne? Das ist Pierre, ja. Und wann ist PYT für morgen? Der erste PYT wird morgen so gegen 14 Uhr, nehme ich an. Je nachdem, wann ich aus dem Spaßbad, aus dem Schwimmbad, ich soll krankengymnastische Übungen im Schwimmbad machen, im Wasser. Wenn ich wieder zu Hause bin und so. Noch eine Werner. Alberto Lukaku. Francisco Trincao. Simon Mignolet. Und Dragogin. Ist Bock zu sleeven? Ich hab noch keine Sleeves. Hier kommt ein Paket. Und wie entscheidet man, was wertvoll ist, je nach Spieler? Genau, Lokoblatt. Hilft natürlich eBay. 130 Point gibt's auch. Aber hauptsächlich eBay Sales. Gerade so Rookie-Logos, die jungen Dortmunder sind extrem valuable. Pedri, Jamal Musiala, low-numbered, gute Spieler wie Messi, Ronaldo. Wenn du jetzt zum Beispiel so wie der Typ gestern in Berlin, Loco, das One-of-One-Messi-Ding gezogen hättest, ich würde sagen, das ist 3.000 bis 4.000 Euro wert, Minimum.
Nkunku. Gosens, aber nur geschätzt. Nice. Ich weiß, dass Pierre die gerne hat. Xavi Simmons, also gerne hätte. Jetzt kommt noch eine Ryan Gravenberg. Eine Nico Williams und Tino Angiorin. Das hätte auch fast das Auto sein können. Ich weiß nicht, was Pierre gestern für ein Auto hatte. Wir werden es von ihm auch nicht erfahren. Ich glaube, Pierre hatte gestern keine schlechte Box. Der war nämlich gestern beim Release Day Party Stream auf jeden Fall am Start. Wie lange wird der Stream morgen gehen? Puh, das kann ich nicht sagen. Bei 3 Box Pick Your Team, 3 Boxen dauern schon ein bisschen. Wenn ich 2 Pick Your Teams mache, sind 6 Boxen Half Case. 3 Stunden? Vielleicht? Oh, ich glaub, die OEF kommt. Haidara. Duje. De La Fuente. Schau Felix. Lukaku. Einer der teuersten Stürmer. Ne, ich glaube, in Summe aller Transferausgaben für ihn der teuerste Stürmer, der teuerste Spieler ever, oder? Ist das richtig? Ist das richtig verstanden? Ojev. Romelu. Upa. Soppi. Messi. De Catalere. Del Piero und eine Martial Refractor. Ich gebe dir die hier schon mal eben rüber. Irgendwelche Big Hits, ich habe im Museum Hans Warnack ein Patch-Auto zu 150 gezogen. Vermeintlich biggest hit in meiner Karriere. Haidara. Rakitic. Rashford. Traoré im Standard-Look. Lewandowski und Thiago. Na, ist natürlich kein Big Hit, aber die Sergino Dest Autograph zu 50 war schon geil. Dann kann man sich über Facebook, ja, wann? Weiß ich noch nicht. Habe ich eben schon beantwortet, wenn ich wieder da bin. Ich kündige das eine halbe Stunde, Stunde vorher an, damit ihr Zeit habt, euch darauf vorzubereiten und dann First Come, First Serve. Gilmore, Adeyemi, Dagba, Rodrigo, und Griezmann. Die gebe ich mal rüber. Habe ich auch drüber nachgedacht, Nick. Christopher Nkunku, Jeremy Doku, Mbappé, Timber, Curtis Jones und eine Cuisance Refractor. Jetzt haben wir eine Number bisher und die OEF ist raus.
Oh, ich hab das, ich glaube, das Auto kommt. Ich habe nicht genau gesehen von wem, aber ich glaube, es kommt ein Auto. Mason Mount, Noah Okafor, Mitchell Bakker, Jan Oblak. Die hatten wir gestern schon mal die Mütze. Geht auf jeden Fall klar, weil Man United Brandon Williams absolut in Ordnung ist. Hab ich die wieder weggebracht? Okay, dann toploaden wir sie. War nicht eingeplant. Die gleiche wie gestern hat's echt. Hast du das? Brandon Williams, die einzige gestern und die hast du heute wieder. Was ist das bitte für ein Zufall? Dann meldet er sich zu Wort. Die gleiche wie gestern. Das ist echt heftig. Was ein Zufall. Oh Mann. Aber ich glaube, ist nicht die schlechteste. Jadon Sancho. Perrin. Diallo. Kenneth Taylor. Cristiano und eine Rhys Williams. Erling Haaland, Romario Barro und Toni Martial, Feder Valverde. Und das ist wieder Cuisance, diesmal als Green Electric. Die ist zu 150. Also Lassina Traoré zu 150 war das, oder was? 199. Und jetzt Cuisance, Lukaku als Ojev. Und eine Brandon Williams, die du jetzt zweimal hast. Ich höre daraus, ich bin schuld. Box 6 ist schuld. Ich komme auch schon mal eben rüber. Weiß ich nicht. Zwei Packs haben wir noch. Jude, zum zweiten Mal, Dodo, Fatih, Noah Lang, Joao Cancelo und Ryan Gravenberch. Und links jetzt bitte noch. Einfach weil du es gerne sehen würdest. Wahrscheinlich, ne? Nicht drüber nachdenken. Jude Bellingham, letztes Pack. Werner, noch eine Haaland, auch die zweite. Pereira, Bruno Fernandes, Arribas und Sterling. Geld ist drauf. Du hast mir jetzt nicht wirklich noch einen geschickt, oder? Pierre, da würde ich fast sagen, das wäre falsch. Nicht, dass ich dir das zu befehlen habe, aber A ist jetzt schon 21 Uhr und ich wollte mit Vogel ja noch was öffnen. Und eine Aoki muss ich auch noch öffnen. B, weiß ich nicht, ob das jetzt ernst gemeint ist. Und ob du das wirklich machen willst. Ich hab mein PayPal ja gar nicht auf. Zack, zack, zack. Sollen wir uns trotzdem nochmal Cuisance, Green, Lukaku, Ojev, Lassina Traoré, Simmons, Musiala, Werner Refractor, eine Golden Glimpse Mukoko, die ich sehr geil finde, wollte ich nur mal sagen. Zweimal Bellingham, Brandon Williams, Pedri. Hast du echt Geld geschickt, Pierre? Dann mach ich's. Ja.
drauf geschissen. Soll ich das kurz mir angucken oder wie sieht das aus? Also nicht, dass ich dir da nicht sowieso vertraue. Das ist so voll hier. Oder öffnen sich alle Social Medias? Aokion. Okay. Ja, das war Nick. Das war jetzt ja auch nicht doppelt so geplant. Also, du wolltest die ganz unten links. Denn das wäre ja die 6 gewesen mit meiner, die ich schon weggenommen hatte und am Anfang mitgezählt. Dann soll das so sein. Aber dann sei am Ende nicht enttäuscht. Ich würde sagen, da forderst du dein Glück heraus, aber was... Wer bin ich, um dir das zu sagen? Don't chase your losses. Don't chase your losses, genau, das steht bei allen Casino-Streamern. Unter Gamble Aware. Also, Pierre, vielen, vielen Dank. Ich mach das natürlich gerne. Mach bitte erst die Aoki. Mach bitte erst die Aoki, das kann ich machen. Die laufen mir ja nicht hier weg, die Packs. Ist das okay, Pierre, weil Nick hat ja die Aoki gekauft und das war dazwischen. Deine Packs liegen hier, die bleiben unberührt. Also für Crash That Game eine Aoki. Wenn ich mal online komme. Entspannten Stream wollte ich haben. Nein, Quatsch. Mache ich doch gerne. Ich schreibe das auf der Sola, also Crash gewesen. Ne? Ja. Dann die ist leer. Ich mache einfach einen wilden Mix. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ryan Gravenberg, Weston McKennie, Jordan Henderson, Antoine Griezmann und Philippe Coutinho. Gesleeved werden die auf der Seite. Ja, ungelogen, wenn man jetzt vorher die Stadium Club in der Hand hatte, denkt man, was ist das hier? Hier gefühlt ein Pack so dick wie eine Stadium Club Karte. Mason Mount, Marcos Alonso, Marco Reus, Marcelo und Paulo Sarabia. Das war echt kein gutes Pack. Es fühlt sich dicker an. Ich mach mal das hier. Kannst du bitte einmal klarstellen, Thilo, dass der andere Leak gemeint ist? Meine Freundin glaubt mir gerade nicht. Darfst du so. Hast du ein Pack-Opening-Verbot? Gib dein Geld doch nicht für so eine Scheiße-Verbot aus. Nein, es ist Crash That Game gemeint. Alfonso Davis. Vinicius Junior. Juan Cuadrado. Benjamin Mondi. Und Cristiano Ronaldo.
Machen wir erst das. Ansgar Knauf. Kingsley Coman. Gio Reyna. Christoph Kramer. Nein, ich weiß nicht, ob da ein Auto drin ist. Ich habe es nur weggelegt. Ich habe es einfach nur weggelegt. Es fühlte sich halt dicker an. Das soll aber nichts heißen. Macht euch hier keine falschen Hoffnungen. Das geht hier rüber. Und das ist das Pack, was ich weggelegt habe. Es war ja immer irgendwie 6 Karten, dann eine mehr und dann eventuell Autogramm, vielleicht sogar 7. Ich habe keine Ahnung. Angel Di Maria. Kylian Mbappé. Hakim Ziyech. P3. Und hier kommen noch, also hier liegen jetzt schon 3 und es kommen noch mal 4. So viel kann ich sagen. P3. Ten of 99. Hakim Ziyech. Oder ist das 18 of 99? Auto. 41 of 49. Emelik Laporte. Du hast es auf den Punkt gebracht. War klar. Dann sagt ihr, dass das gar nicht so rausgeschmissenes Geld ist. Je nachdem, in welchem Niveau man das macht. Davon ab. Wenn ich das so sagen darf, glaube ich, verdienst du ja auch gutes Geld, um dir das zu erlauben. Pedri? Geld kommt immer. Mit dem Spruch. Moin Moin Silberlook. Ja, also du hast dein Auto da rausgezogen. Bist du zufrieden? Crash Dead Game. Ist ja 1 zu 3 oder 1 zu 4 Autos, also würde ich sagen, geht das doch auf jeden Fall mal klar. Plus 1 zu 3 plus eine 18 auf 99 ziehe ich und ein Emerick Laporte Auto zu 49. Es fühlte sich halt echt schwerer an, deswegen habe ich es rübergelegt. Okay, dann zurück, back to the roots, Pierre mit seiner unten links. Unten links startet mit seiner dritten Jude Bellingham Karte. Mit Jude Koundé, mit Ashraf Hakimi, mit Kenneth Taylor. Mit, oh, eine Jeremy Doku, Glimpless of Gold, also ein gutes erstes Pack. Aber nicht, dass dir das jetzt reicht, wo du sagst, Liste Tilo, hättest du mal die genommen. Yichang Wang, Karim Adeyemi, Dagba, Gravenberg, Gündoğan, Bobby Firmino, Champions Honor, gleich gebe ich dir wieder was zum Sleeven. Noch nicht, ja, kommt noch, okay. Kommt noch! Unter Ausrufezeichen Facebook kommt nur die Seite. Wo ist der Link für die Facebook-Gruppe und Ausrufezeichen Facebook kommt nur die Seite? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was du meinst. Upamecano, Noah Okafor, Messi, Musiala, Sadio Mané, der einsame Ritter. Und Neymar, Green Electric. 72 of 150. Tue ich mir ja schwer, mit Neymar überhaupt hinzustellen.
Aber genau, er hat Maradona am T-Shirt, das lassen wir durchgehen. Ich mache noch 2, 3, dann. Rainer Jesus, Robin Gosens, Xavi Simmons, Charles de Catalere, Anthony. Oh, ich habe auch gedacht, ja. Thiago Base Auto, das hätte dir auch nicht besser gefallen. Gib ich dir. Hi E2008 mit Maradona drauf gefällt mir. Ja, das geht definitiv klar, das kann man durchgehen lassen. Aber ansonsten ist er und bleibt er in meinen Augen komischer Dude. Haidara, Sa, Fuente, Rodrigo. Ist nicht zu glauben. Wir haben es gecallt. Ja. Beziehungsweise nicht gecallt. Es kommt tatsächlich das Thiago Auto. Und ich denke, jetzt könnte man besserwisserisch unterwegs sein und sagen, ich hab's dir ja gesagt, aber bringt alles nichts. Das Einzige, was ich jetzt denke, ist, wir ziehen jetzt irgendwas Heftiges. Irgendeine gute Number muss es jetzt werden. Der Link bei Facebook scheint falsch zu sein, da kommt man nicht zur Gruppe mit. Das ist deine Seite. Stream Elements. Einfach Facebook. Das ist aber der Group Link. Gruppe beitreten. Wenn ich da drauf gehe, komme ich auf die Gruppe. Und kann der Gruppe beitreten. Ich komme auf deine Haupt-Tab-Trading-Card-Seite. Wenn du was machst? Ausrufezeichen Facebook. Und Ausrufezeichen Facebook ist falsch, ja? Tretet, ja. Aber Stream Elements. Klaus, richtig. Kannst du. Dann ist das Kommando. Kannst du den ändern in facebook.com/groups/toptradingcards.de, so wie es oben in dem Tretet unserer Boxbreak-Gruppe beisteht? Müssen wir es noch nicht schreiben? Ja, kannst du das ändern und mit dem oben Link versehen? Billy Gilmore. Ja, das war schon immer so. Brandon Soppi. Neymar. Ja, das war schon immer so. Modric. Eric Garcia und Wally ist eine Refractor. Mann, ey. Jetzt muss irgendwas noch kommen. Also mit einer Neymar Green Electric bin ich so aus Prinzip nicht zufrieden. Und das Thiago Auto weiß ich nicht. Du wolltest es halt auch wissen. Das muss jetzt ja in irgendeiner Form belohnt werden. Da sind noch Boxen drin. Da sind noch Boxen drin, sagt Vogel. Hast du gehört? Da kommt die Ojev. Sancho, Perrin, Diallo, Valverde. Ist das eine Ojev? Rakitic. Mann, Pierre, was machen wir denn mit dir? Ist ja. Ojev Rakitic. Ich leg's mal aufs Thiago Autogramm. Das Einzige, was ich mir jetzt denke, ist, was steckt wohl in der 8? Moinsen Lombok. Ich lasse euch nie wieder selber Boxen aussuchen. Mein Gott, ja, also ich nehme es jetzt einfach hin, spare mir jegliche Kommentare, wie zum Beispiel Ciro Immobile, Sergino Dest, Simon Mignolet, Curtis Jones. Okay, Glimpse of Gold, Jude Bellingham, nachdem du eben schon, du hast jetzt drei Jude Bellingham, eine Glimpse of Gold, Jude, eine Glimpse of Gold. You see, Mookie. Aber die machen es halt am Ende nicht auf. Das muss man dann einfach auch sagen. Das ist nicht das, was man möchte.
Wobei man sich auch nicht nur an dem Auto festhalten darf. Das ist einfach auch wichtig. Mason Mount. Wir haben gestern gesehen, schlechte Autos, gute Boxen sind trotzdem drin. Cuisance, Bakker, Timber, McKennie, Ferrer. Könnt ihr eigentlich was mit den Top-Loadern anfangen? Also den 59 PT. Ja, brauche ich unbedingt. Schon ewig. Hab Ultra Pro 55 PT. Das entspricht der BCW 55 PT vorbestellt. Kriege ich aber nicht. Ich weiß, die hat Max im Shop. Ich habe aber auch gestern gesehen, zu welchem Preis. Ja. Edouard Mondi. Dodo. Fati. Leroy. Cristiano. Alter Schwede. Eine Refractor Rakitic hinterher. Aber warum, fragst du? Gibt es die irgendwo gerade zu kaufen? Ja, da muss ich mir mal einfach ein paar Packungen klar machen. Kunku, Doku, Mbappe, Traoré, Ake und eine Refractor Anthony. Also, es wird nicht besser, Pierre. Was sollen wir sagen? Das muss, da muss man es einfach auch mal so sagen, wie es ist. Besser geworden ist es nicht und ich. Ja. Also wir haben immer noch Chancen, so ist es auch nicht. Aber da müsste jetzt auch, also jetzt braucht man dann schon langsam ein Big Hit. Pulisic, Thuram, Sneijder, Lewandowski. Es ist eine Lukaku, die du eben als Ojev hattest, als Green Yellow Electric. Die ja dann 70 auf 75 ist. Das Schlimme ist, solche Boxen gibt es halt auch, ne? Make-up-Lab lief bei mir ebenso ab. Ja, und dafür hast du wie viel hingelegt, Roma? Da kackst du dann richtig. Möchtest du das uns sagen, was du dafür bezahlt hast, oder schmerzt es einfach im Nachhinein zu sehr? Ich glaube, da könnte sich, sagen wir mal so, Pierre jetzt noch 5 Stadium Club holen und er hätte nicht so viel ausgegeben wie du. Harvard Sky. Nein, Joe Scully habe ich nicht bestellt, weil ist ja kein Rookie, haben so Rookie-Logo runtergenommen, dann will ich die nicht. Trincao. Martial. Jan Oblak und Cancelo. 1, 2, ja. Da ist hier 4 Stück. 5? 5 hast du, ja. Ibrahima Konate. Luis Alberto. Lukaku. Hier kommt irgendeine Farbe. Kann aber auch wieder einfach die Bande sein, deswegen sage ich nichts. Tillmann. Das ist eine David Neres. Cup Holders Honor. 4 of 10. 4 of 10? Low number. Immerhin eine Low Number noch dazu. Ganz ehrlich, ob es jetzt Neres ist oder nicht, eine zu 10 ist auf jeden Fall zu 10. Das war jetzt keine Vollrettung, aber es kam immerhin überhaupt noch was, oder? Ja. So muss man es jetzt, glaube ich, sehen. Ich glaube, PS off. Gio Reyna, Fabio Vieira, Brandon Williams, Sergio Arribas, Nico Williams und eine Toni Kroos. So, 3 haben wir noch. Youssoufa Moukoko, Ivan Rakitic, Marcus Rashford, Vinicius Junior, Rice Williams und Championship Contributions von Ronaldo.
Jetzt will ich wissen, was in Box 8 ist. Ja, aber deine Freundin ist noch wach. Das ist ein Problem, Nick. Einen Tag später geändert. Oder zwei Tage später. Das mit dem Buch habe ich gar nicht mitbekommen. Habt ihr davor schon bestellt? Habe ich irgendwelche Beschwerden, dass die schon gab? Kommt nochmal was Grünes. Also 1, 2, das wäre die... Die vierte Numbered, wenn das stimmt. Anjurin. Player, nochmal eine Pedri, nice. Joao Felix. Phil Foden. Und eine Raheem Sterling. Sitzend. Zu 199. Nice. Klaus kann das. Vielen, vielen Dank, Klaus. Ja, der hat's voll drauf. Der macht das mal eben so per Kommentar. Ja. Und letztes Pack. Es sind immerhin noch zwei Numbered gekommen. Man muss auch mal ehrlich sein, ich hatte eben in der Box eine. Ich weiß, das sagt nichts aus. Wenn man jetzt im Prinzip denkt, das war alles Mist, dann ändert das nicht viel. Szoboszlai, Kamavinga, Cesar, Fonsi und noch eine Refractor Hakimi. Raheem Schwalbenkönig, ja wirklich. Für den Engländer fällt er viel. Okay, die gebe ich noch Vogel rüber hier. Ich würde sagen, wir verzichten. Groß, also numbered-mäßig war es auf jeden Fall okay. Sterling, Lukaku, Rakitic, Autograph kam tatsächlich von Thiago. Wir hatten noch die Neymar und hier die 4 of 10 Cup Holders Honor. Kann man nur hoffen, dass das Set einer sammelt. Dann ist 4 of 10 gut. Ansonsten Pedris, Musialas, Xavi, Simmons und Jude. Bellingham. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Das ist ja doch noch viel mehr und viel länger geworden als gedacht. Und ja, am Ende, was sollen wir sagen, Pia? Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen für zwei Boxen. Dann ist es, wie es ist. Muss man dann auch so akzeptieren. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die unten links nicht besser war. Ansonsten habe ich ganz am Anfang gesagt, ich werde die Einzelpacks, die rechts sind, in den Shop einstellen und die auch. Das wird morgen geschehen. Um euch nochmal zu zeigen, so Sergino Dest Auto zu 50, Rainer, das sind alles meine PC. Und ansonsten steht hier all mögliches Zeug rum, was ich noch irgendwie weiter verarbeiten muss. Das war ein ganz, ganz kurzer, spontaner Stream, der dann doch noch 2 Stunden 20 geworden ist. Morgen gibt es Pick Your Teams bei uns in der Facebook-Gruppe. Wir gehen morgen auf jeden Fall wieder online. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Und danke, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, haut da rein. Bis morgen. Tschüssi und goodbye.